Willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir sind hier immer noch im fünften Dungeon. Irgendwas mit Himmel und Hölle und was auch immer. Und wir sind hier ganz weit oben im Himmel und ja, ich fühle gerade die Hölle. Weil, wenn man ja einmal in so ein Loch fällt, und das passiert leider sehr schnell, vor allem in diesem Raum, ja, dann ist Ende im Gelände und dann dürft ihr den ganzen Weg nochmal neu machen. So, aber ich glaube, hier müssen wir mittig runterfallen, weil wir dann genau an die eine Kiste kommen, die wir haben wollen. Mit dem Key. So, jetzt ist die Frage, wo will ich mit dem Key hin? Hier ist noch eine Kiste, hier sind noch zwei, plus es fehlt noch ein Herzteil. Keine Ahnung, ob es eine der Kisten ist oder nicht. Übrigens, diese drei sind immer ein Herz. Kommt der da unten auch? Genau, aber die anderen beiden nicht. Nur damit ihr das wisst, ist sehr lustig. Und wenn wir hier mal unsere Fackel, unsere Lampe benutzen. Ich glaube, gibt es aber sonst nichts, oder? Wir haben jetzt einen Schlüssel, aber ich weiß nicht, wo der hinkommt. Hier ist auf jeden Fall noch eine Tür. Mussten wir das hier machen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, das hatten wir aber alle schon. Warte mal. Ja, doch. Hier gibt es noch einen mittleren Raum, wo wir noch nicht waren. Also doch, hier gibt es eigentlich noch was. Holen wir unseren Greifmantel, den wir auch seit letzter oder vorletzter Folge oder so haben. Wir fliegen hier drüber mit SEO. So, bitte lass dich nicht von den Bomben treffen. Die sind nur Deko, die existieren nicht gar nicht. Die can't hurt you. It's not real. So, wunderbar. Hier kommen wir nicht durch. Genau. Hier sind wir lang gegangen. Das heißt, dass wir hier noch nicht oben waren. Doch, hier waren wir einmal oben, aber nicht von dieser Ausrichtung aus, sondern nur von der anderen Seite hier drüben. Das heißt, das ist hier trotzdem was Neues. Plus... Bam, 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 bam. Hier sind neue Räume mit... Gegnern? Ja, war klar. Feuer with Ropes. Ja, ja. Erstmal normale, dann Eis, dann Feuer. Und das ist die Karte, oder? Ja, das ist die Karte. Finally. Okay, hau raus. Wie sieht's aus? Waren wir überall? Okay, in dem einen Raum, wo der Schatz ist, waren wir noch nicht. Hier können wir mal noch im Kreis drehen. Und da, wo die anderen Schätze sind, waren wir auch noch alles nicht. Nee. Also, dieses eine Herzteil, das wir verpasst haben, vielleicht kriegen wir das noch. Ich muss halt die ganze Zeit dran denken, weil ich will es auf jeden Fall bekommen hier, bevor wir Schluss machen. Schluss und Ende. Okay. Schön. Aua. Ah, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Also wegen euch. Blöden Kaspers. Nein, ich brenne wieder, ich brenne. Alter. Ich habe so viel Damage genommen durch die Feuerbalken, die wild hin und her rumschwirren. Ach komm, die sind doch zielgesuchend. Kannst mir nichts erzählen. Schaut mal, wo wir jetzt sind. Wir haben ja den Raum verpasst. Da konnte man nach links gehen bei dem einen Raum. Wait. Ich? Nein, nein, nein. Okay, gut. Ja, doch. Hier. Wenn wir nochmal den Kreislauf zurückrennen, dann gab es da auf jeden Fall noch einen Ort. Da, 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 da. Vielleicht kriegen wir auch den Dungeon heute fertig. Das ist auf jeden Fall der Plan. Und. Hier ist eine Kiste? Du meinst. Nein? Will ich da runterspringen? Wo lande ich? Ja! Darf ich runterspringen? Ein Teleporter. Und Bosca-Musik. Du, du, du. Icewist Rope. Normaler. Zumindest Zauberer, ich weiß nicht, ob das der Namen sind. Und yeah! Ein Fragment. Na gut. Dann haben wir das zumindest geholt. Na, ich will ja 100% machen. Das war zumindest der eigentliche Hauptplan von diesem Let's Play. Von daher, immerhin haben wir es geholt. Vielleicht ist es auch ein seltenes rotes Fragment. Wer weiß. Vielleicht muss man sonst für 200 Rubine zahlen. Obwohl ich verdammt reich bin, habe ich jetzt kostenlos bekommen. Ja, keine Ahnung. Okay, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wir sind ja in der neuen Ebene. Und hier oben gibt es rechts einen Schatz und oben Räume. Räume über Räume. Blup. Oh. Die kann man ablocken mit dem Schwert. Ha.
Interessant. So, unser Maximum an Geld ist erreicht. Bomben? Kann ich einen Bomben so weit werfen? Geht doch nicht, oder? Kann ich das? Kann ich das so weit werfen? Ey, was zum... Hallo, ich will nicht mit dir kuscheln. Muss das ja fragen, ob du darfst. Was ist mit dir? Mach der einfach. Was ist das für eine... Ein verwirrter Spinnermann. Herzteil! Yes! Nichts verpasst! Von hier aus kommen wir auch nicht weg. Okay. Nice! Oh, wir haben bisher, glaube ich, nichts verpasst. Und das macht mich glücklich. Oh nein. Wo bin ich? Warum? Ihr wollt doch nur, dass ich mich wieder von dem Feuerbacken treffen lasse. Aber das tue ich nicht. Ich bin geschickt. Aha, ja, ja. Ich versuche das einfach mal mit der Bombe. Ey! Ich glaube, jetzt habe ich verstanden. Ich muss diesen Bombengegner genau dann killen, wenn er da hinten ist. Das heißt zum Beispiel mit dem Bumerang oder mit dem Bogen. Ne? Habe ich recht? Also jetzt? Ja. War richtig. Aua. Idiot! Du bist genauso ein Idiot! Puh. Skelette, ey. Hier können wir unseren Key direkt benutzen, aber warte mal. Lass mich erstmal abchecken, was sich noch so zu finden gibt. Was hier zu finden gibt! Kein Kuscheln! Nein, kein Kuscheln! Akzeptiere ich nicht! Du auch nicht! Niemand wird hier mit mir kuscheln! Oh, sie fragt ganz nett nach. Dann sag ich vielleicht ja. Aber die hat mich gefragt. Wir könnten einfach machen. Okay, hier haben wir schon mal Abkürzung zum Start. Falls wir wieder raus wollen oder wieder rein wollen. Sehr schön, sehr schick. Verbrennt! Dann werden sie zu Skeletten, wenn man die abbrennt. Muss man trotzdem kämpfen, aber es sind einfache Gegner. Und schaut mal, was wir hier so Schönes an der Wand haben. Bing, bing, bing. Wo bin ich jetzt? Ist hier eine Kiste? Hä? What the? Ich bin schon ganz oben? Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, aufzubrennen, aufzubrennen, aufzubrennen! Oh, die Brände sind böse. Brenneffekt ist echt ekelhaft. Ich kann da nicht angreifen! Ja, weil ich dann runterfall. Okay, okay, jetzt! Okay, einen habe ich. Nein! Ah, es war so klar, es war so klar, es war so klar, es war so klar! Ah! Hör auf wegzuspringen! Ich bin derjenige, der springt. Stimmt doch! Meine Güte. Und ich krieg nichts dafür! Wofür war das alles hier? Hä? Irgendwas ist hier doch faul. Aber hier oben, was ist oberfaul, Mann? Hm! Wieso gibt es hier diesen geheimen Ort? Hier gibt es doch nichts. Gibt es doch gar nichts. Ich kann hier nichts verschieben. Ich kann auch nirgendwo lang. Ich verstehe es nicht. Fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es eine Falle. Keine Ahnung. Hä? Nee, warte mal. Man muss von oben wegspringen. Von oben muss man hier wegspringen? Warum lebst du wieder? Ha! Aha! Hier muss eine Bombe hin, das sieht man gar nicht. Böse. Man muss einfach nur drinnen achten, wie das aussieht. Und dann draußen zu erkennen, wo was hin muss. Ah, Junge, wieder eine Bombe. Also langsam lieben sie ihre Bomben, habe ich das Gefühl. Moin. Moin. Ding. Weiß nicht, warum ich das mitnehmen wollte, bringt mir nichts, aber egal. Map. Dicke Map. Ich will da runterfallen. Also falle ich hier runter. Dreck! Ach Gott. Ey, was geht ab? Bomben. Viele, viele Bomben. Bomben. Aua. Das hat weh, Mann. Nicht nett. Hä? Kannst du aufhören, aktiv zu sein?
Kannst du inaktiv sein? So wie viele YouTuber und so? Geht das? Wie bitte? Es kann doch nicht wahr sein. Okay. Ich riskiere es. Es geht nicht. Okay. Dann lass ich's. Okay. Gott. Okay. Einfach die Bomben ignorieren. Lass sie deren Labyrinth haben. Wir haben den Schlüssel. Ich weiß auch wohin mit dem. Und sonst sind wir hier durch. Okay. Ja, das Ende machen wir auf jeden Fall heute. Jetzt könnt ihr ruhig explodieren, wenn ihr Bock habt. Macht bum 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 bum. Jetzt müssen wir hier runter, wo ich vorhin runter wollte. Hier gibt es einen Eingang. Und nun fehlen jetzt nur noch 3 Kisten. Einer davon wird wahrscheinlich nochmal eine Kiste mit einem Schlüssel sein, habe ich das Gefühl. Wieso kann ich mich eigentlich durch die Wand treffen? Was ist für einer? Ja, ist klar. Hey! Hör auf zu cheaten! Hörst du nicht? Meine Güte. Nee, geht nicht. Ey, ich sterbe! Ich bin am Dying, Alter! Warum ich immer das Geld aufsammle? Ich kann auch sowieso nichts damit anfangen. Wo will ich lang? Ich da rüber? Ja, ich wollte hier auf jeden Fall rüber. Okay, die Kiste kann ich nur von vorne öffnen. Wie komme ich vorne an die Kiste ran? Wie komme ich nur an diese Kiste ran? Das ist das, was ich mich frage. Hier gibt's gar nichts. Hä? Also ich muss auf jeden Fall an die Kiste. So viel steht fest. Also hier rüber. Ihn erledigen, bevor er mich erledigt. Bitte stirb einfach. Hallo. Ja, okay, ist gut, Link. Meine Güte, das, ach, das ist alles so ein dummes Item. Hä? Was? Wie, hier gibt's nichts? Hä? Wie, hier gibt's nichts? Wie, da oben gab's eine Tür? Nein, oder? Was? Gibt's hier wirklich nichts? Map sagt nein, hier gibt es nichts mehr. Auch keine Kiste, auch kein Nichts. Nur hier links ist noch was. Aber... wie soll ich denn da rankommen? Mit einer Bombe oder was? Ja, so nicht. Oh Gott, dieser Dungeon ist echt nicht ohne. Schon verwirrend. Warum lebt ihr jetzt wieder? Lebt immer wieder. Das nervt. Kein Bock. Mir egal. Das war direkt hier links, ne? Muss ich da. Nee, war nicht hier links? Achso, erstmal nach rechts und dann nach links. So war das. Noch eins hoch? Ne, hier ist das. Okay. Musste ich einfach nur die ganze Zeit die Bombe dahin schmeißen, damit es aktiviert? Ja. Uff. Hätte ich schon die ganze Zeit bekommen können. Ich habe es nur nicht gewusst. Naja, dann haben wir zumindest jetzt hier noch den... Spiel. Ich bin reich. Ich brauche kein Geld. Okay. Wir sehen uns gleich oben wieder. Also angeblich gibt es hier in diesem Raum noch eine Weiterführung. Die geht immer weiter. Was? Oh nein! Seht da diesen einen Punkt da rechts? Ich glaube, da muss ich hin, da ist eine Wolke, oder? Ach man,
wozu mache ich mir die Mühe für alles Mögliche, nur damit dann so ein Blödsinn wieder passiert? Also, wir fallen hier runter. Wah. Heul, heul. Das Geheul ist ganz groß. Also müssen wir noch ganz rechts. Ja? Richtig? Lass mich durch. Aua. Aua. Ich bin fast tot. Ja, okay. Aber irgendwie muss ich hier dann lang können. Ach so. Oh. Wie habe ich das übersehen? Dass ich einfach... Dass ich hier einfach drüber springen kann. Wie habe ich das übersehen? Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich es wohl scheinbar übersehen. Warte, hier gibt es jetzt zwei Orte zum Hochspringen. Ich will den rechts als erstes machen, weil da rechts ist eine Kiste. Alright, dann sind wir aber auf jeden Fall beim Boss. Oh, da habe ich jetzt Boss. Bock. Nicht Boss, habe ich jetzt Bock. So was zu sehen. Mann, jetzt piept's wieder. Diesem blöden Boss möchte ich jetzt mal meine Meinung reindrücken nach diesem Dungeon, ja? War zwar ganz cool, ganz interessant, aber hat mir so viel Qualen bereitet. Ey! Ach komm! Das kann doch nicht sein. Junge, nur Geld! Ich bin reich, Mann! Glücksfragment. Das alles für ein blödes, dreckiges Glücksfragment! Also wenn ich nicht vor dem Bossraum noch Heilung bekomme, dann muss ich auf jeden Fall Heil-Items benutzen. Ich habe einen Talisman, der mir im Kampf helfen soll. Und ich habe eine Fee. Ich hoffe, das reicht. Geht sofort los? Nein. Okay. Oh, Herzen. Das Piepen hört auf. Oh, da oben wird er sein. Da noch weiter oben. Junge, gleich sind wir im Weltall. Wenn das so weitergeht. Okay, ich bin ready. Blum. Hä? Was zum... Hä? Wo bin ich? Hi? Muss ich irgendwas machen? Ding, ding, ding. Oh ja, muss ich. Bam! Bam! Nein? Wieso? Okay, muss ich es anders machen. Den, den, den. Jetzt ab, das akzeptiert und jetzt hau ich ihm aufs Maul! Dick, dick, dü. Muss mitkommen! Okay. Aua. Oh, du bist auch böse! Ich dachte, du bist ein lieber kleiner Freudi, Kumpel! Der ist böse, Freunde. Oh Gott. Was jetzt? Weg? Okay. Jetzt ist er seitlich. Gegen was kämpfen wir hier überhaupt? Was zum Teufel? Oh, wir werden angegriffen. Aua. Ah. Ah. Okay, ich brauche meinen Talisman. Ich brauche meine Fee und meinen Talisman gleichzeitig. Danke. Und danke. Und danke, habe ich gesagt. Und los geht's. Okay, wir sind lila Link. Wir sind Li-Link. Alter, du bist so ein Penner. Du bist echt so ein Penner. Ich hoffe, das weißt du. Halt, ach komm! Da konnte ich jetzt aber nichts für. Schnell, schnell, schnell. Nein, wo sind die Augen hin? Jetzt sind sie aber anders. Kann ich den da hinten nicht killen? Okay, jetzt. Egal, allein gegen den kann ich ihm trotzdem noch Schaden machen. Bam! Und rauf da. Greifst du mich jetzt wieder an? Komisches Vieh. Ja, Bruder. Was sind das für Viecher? Deine Babys. Die Babys von den Babys. Oh, jetzt macht er wieder den Angriff. Aua. Nein, das Herz. Okay, aber durch unseren lilanen Trank konnten wir zumindest, oder den grünen Trank besser gesagt, konnten wir zumindest den meisten Damage relativ abwehren, was sehr gut ist. Jetzt stirb doch! Wie lange muss ich hämmern? Ey, der lebt immer noch, ne? Ja, okay, jetzt geht aber weiter. Was, wenn hier was passiert?
Klar. Komm, machen. Okay, schnell, schnell, schnell. Wieso? 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 Hä? Das ist doch gerade richtig. Was ist sein Problem? Es war doch richtig. Ja. Klar. Ne, Leute, ich habe keine Fee mehr. Ich habe die aus Versehen benutzt, hätte ich nicht benutzen sollen. Jetzt stirb! Alter, ich heim mal so drauf. Mir tut alles weh. Der Typ lebt noch! Das kannst du nicht ausdenken. Und jetzt... Ja, ist tot, ist tot, ist tot. Ah, ist tot. Okay, ich muss gleich springen, ich muss gleich springen. Wo muss ich springen? Gar nicht, er ist auch tot. Okay, jetzt kommen nur noch seine Babys. Das ist okay, das ist okay. Die kann ich. Mit denen komme ich besser klar als diesen blöden, dummen Kugeln! Ist er tot? Oh yeah, und wie er tot ist. Ich hätte gerne gesehen, wie er von vorne aussieht, aber. Was soll's? Umgebracht ist umgebracht. Und fast irgendwo aus dem Nichts kommt jetzt das letzte Element. Halleluja! Das Windelement haben wir erhalten. Das Windelement enthält die Kraft, die Samen trägt und Früchte bringt. Wow, was ein Boss. Wir haben einen Herzcontainer bekommen. Und ja, Freunde, beim nächsten Mal werden wir uns upgraden und schauen, ob wir Fatih so richtig eine reindrücken können. Yeah!